Wir kommen zu den Landesligen. Da gibt es natürlich einmal die Harmonia und auf der anderen Seite die Hansa-Staffel. In der Harmonia-Staffel zwei ganz besonders brisante Partien. Einmal der Oberliga-Absteiger Heizmigrelling empfängt den FC Elmshorn. Und in dem anderen Spiel empfängt TuS Holstein-Quickborn den Oberliga-Absteiger Uetersen. Die Einschätzung zum Spiel Heizmigrelling gegen Elmshorn? Bei HR hat sich einiges getan, spielermäßig, das weiß man. Und die sind abgestiegen, das darf man auch nicht vergessen. Und der FC Elmshorn hat die Klasse gehalten im letzten Jahr, hat sich ganz, ganz stark verstärkt mit guten Spielern. Und vielleicht welche zu nennen? Ich will mal den Dennis Gersdorf sagen, der fällt mir sogar so ein. Es sind auch einige zurückgekommen, der Jonas Schmerberg. Und es sind einige zurückgekommen, einige neue zugekommen, Talente, aber auch sehr gute und fertige Spieler. Ich bin der Meinung, dass der FC Elmshorn ganz stark einzuschätzen ist. Dann kommt dieser Lokalcharakter hinzu. Aber trotzdem meine ich, dass der FC Elmshorn das Ding, ich sage mal so, 3-1 gewinnen wird. 3-1 gewinnen, ja. Also eine Überraschung, Auswärtssieg für Elmshorn. Kommen wir auf die zweite Partie zu sprechen. TuS Holstein-Quickborn empfängt zu Hause den Oberliga-Absteiger Uetersen. Uetersen in der letzten Saison ja nicht so viele Punkte gesammelt, nicht sich so gut präsentiert. Wie wird das diese Saison aussehen? Bei TuS Holstein hat sich sehr viel getan, das ist ja bekannt. Nicht nur spielermäßig, sondern auch der Trainer, Hoffi, eigentlich eine Institution da gewesen. Der ist jetzt erster Vorsitzender der Fußballabteilung. Wie das alles übergangsmäßig gelaufen ist und ob das von Vorteil ist, das wage ich zu bezweifeln. Dann kommt hinzu, dass beim TSV Uetersen, ich weiß, dass Peter Ehlers nicht viele Spieler hat. Der muss viel krampfen. Eine ganz schlechte Anzahl an zumindest guten Spielern. Sein typisches Spiel, beide wissen nicht, wo sie stehen, ob sie da in der Klasse gut mitmischen können. Ein typisches Spiel für ein 1:1. 1:1, also unentschieden, trotz Verjüngungskurve Holstein-Quickborn, worauf du vielleicht auch noch eingehen könntest kurz, dass normalerweise die Truppen sehr alt waren in Quickborn. Dieses Jahr ist das jetzt anders, es wurde stark verjüngt. Es gibt ja immer das Sprichwort, es gibt nicht gut oder es gibt nicht jung oder alt, es gibt nur schlecht oder gut. Und wenn die einschlagen und sich behaupten und der Trainer gute Arbeit leistet, der neue, dann bin ich der Meinung, kann das schnell vonstatten gehen. Nur ob es in den ersten Spielen passiert, sowohl bei TuS Holstein als auch beim TSV Uetersen, das muss man abwarten. Ich glaube nicht. Kurzes Fazit, du hast gesagt, beide Mannschaften müssen sie erstmal finden. Dein Tipp war 1:1. Kommen wir zur anderen Staffel, der Landessieger Hansa. Da empfängt Vorwärts Wacker Billstedt, Hamm United. Billstedt in den Aufstiegsspielen für die Oberliga erst gescheitert. Spielen die dieses Jahr auch wieder eine gute Rolle oder ist Hamm United dieses Jahr ganz oben, weil sie ihre Mannschaft, den Großteil der Mannschaft halten konnten? Bei Vorwärts Wacker bezweifle ich das einfach mal, dass sie oben wieder mitspielen. Sie haben einen schweren Schlag erlitten, dass sie am letzten Spieltag nicht aufgestiegen sind. Und hat sich auch einiges getan, spielermäßig. Dann kommt hinzu, dass mit Hamm United eine Mannschaft kommt, die nach oben will, die in den letzten Jahren immer permanent aufgestiegen ist, die gute Spiele haben, auch sich normal wieder verstärkt haben. Dann darf man nicht vergessen, dass da unheimlich viel Brisanz in diesem Spiel ist, durch Jörn Heinemann zum Beispiel, der früher bei Wacker war, bei Vorwärts Wacker war. Und dieses Spiel bringt so viel Brisanz und Lokalcharakter mit, typisches 2:2. Ein weiteres Unentschieden. Eugen, ich bin gespannt, wie das alles eintreffen wird. Du hast zweimal Unentschieden getippt. Ich hoffe, die Spieler haben das gehört, gesehen und werden dementsprechend auch so auftreten. Danke.